Machen wir eine? Ja, komm, machen wir noch eine. Ich hab grad Lust. 48 Minuten und 20 Minuten später, also einen ganzen Part in den Höhlen des Stone Talon Gipfels. Bauen wir hier ein Lager oder gehen wir einfach nur voraus? Verschiedene Richtungen. Jede dieser Höhlen okay. Kann sich über Meilen erstrecken. Vielleicht sollten wir uns trennen. Wohlan denn? Doch Vorsicht, Jüngelchen. Man kann nie wissen, welche Kreaturen in den Tiefen des Berges lauern. Klar, Kerl. Zwerge? Viel Glück. Viel Glück, okay. Wir teilen uns auf. Eine gehen in die, einen in die, die anderen in die andere Richtung. Ich bin... Lokregar Nogal. Die Orks, wer hätte gedacht. Hauptquest, das Orakel. Das sollen wir finden. Lognarasch. Thralls Fernsicht steht in unterirdischen Gewölben nicht zur Verfügung. Ein Heiltrank. Cool. Thrall, mitnehmen. Für die Ehre. Ich sagte mitnehmen. Wie kommen wir hier raus? Für die Ehre. Niemand wird überleben. Ah, wir können es angreifen, das Tor. Ja. Tor auf und Attacke. Menschen! Oder alte Tote? Untote? Also weiter. Brennender Bogenschütze, Stufe 3. Die Geister sind ruhelos. Entschuldigung. Also weiter. Mit Shift. Für die Ehre. Ihr seid Truppe 1. Weiter geht's. Die greifen mich hier weiter an. Gut, ich habe immerhin den Heilzauberschutz. Das heißt, ich kann mir eine kurze Pause gönnen. Für die Ehre. Ja. Der haut von mir ab. Habt ihr das gesehen? Eure Zeit ist gekommen. Der haut tatsächlich von mir ab. Was soll das? Und was war das jetzt? Für die Ehre. Was gibt's hier unten? Dabu. Ja. Noch mehr Akolyten oder was? Sieht so aus, ne? Ketzer! Lokregar. Und gefallene Priester. Okay. Dabu. Ja. Okay, der sieht nicht ganz gut aus. Ja. Niemand wird überleben. Greifen wir erstmal das Tor da an. Braucht ihr was? Also weiter. Bitte nicht sterben. Okay, einer ist tot. Ich bin der Kriegshäuptling. Ja, das bist du. Dabu. So, da gibt es anscheinend nichts. Also eine Sackgasse. Und noch mehr Tote. Oha, was bist du denn? Du scheinst mächtig zu sein. Los, Wölfe! Okay, einer ist schon mal weg. Ein Wolf. Macht aber nichts. Wölfe kann ich ja beliebig wieder spawnen. Und die machen auch ihre Arbeit. Tadellos. Feuerkugel! Das Inventar von Thrall ist voll. Ja. Lokregar Nogal. Ja, ist relativ klar, dass ich also weiter. Den dafür austauschen werde. Für die Ehre. So, zack. Weil Feuerschaden ist wesentlich besser. Ja. Dabu. Okay. Noch mehr Einheiten. Nächster Grunzer tot. RIP. Nächster Grunzer. Für die Fällt Ehre. Mir nicht. Und noch einer. Blitz! Lässt du bitte den Grund sein, oder? Okay, der ist auch tot. Die Geister sind Wölfchen übernehmt mal. Ich bin der Kriegshäuptling. Thrall hat ein Level up gemacht. Lokregar Nogal. Thrall? Also weiter. Ich darf nicht aufleveln? Achso, weil Fernsicht nicht erlaubt ist. Die Geister sind ruhelos. Für die Horde.
Ey, da sind noch mehr und ich sehe die nicht, ne? Das ist noch fies. Für die Ehre. Ich scheine ja aber richtig zu sein. Hier sind viele starke Gegner. Dabu. Niemand wird überleben. Ein Portal. Für die Ehre. Portal ist doch was Gutes, oder? Dabu. Für die Ehre. Das ist eine gute Wahl, Mann. So, jetzt erstmal warten und heilen lassen. Und den kleinen Heiltrank schlucken. Für Doomhammer. Währenddessen können wir schon mal da ein Tor einreißen. Ja. Sieht blockiert aus. Ich bin Ajun, die alte Prinzessin der Mondkinder. Niemand darf durch, bis ich mein Herz wieder habe. Die Magie der Statue hat eine unüberwindliche Barriere geschaffen. Was sie wohl mit ihrem Herz gemeint hat, wird überleben. Gute Frage. Auf jeden Fall müssen wir das anscheinend finden, bevor wir da weiterkommen. Da kommen wir nicht lang. Ja. Also weiter. Menschen! Ja. Okay, und was finden wir hier so? Folter, Folter. Alte Tote! Alter, guckt euch die mal mit Raserei an. Niemand wird überleben. Oh, ist das, was ich denke, was es ist? Kollegen, gefangene Orks! Sehr schön. Lava? Eure Zeit ist gekommen. Oh! Der sieht stark aus. Bitte meine Trolle in Ruhe lassen. Ja. Was ist eine Sobi-Maske? Lokregarnogal. Was? Also weiter. Für die Ehre. Die Geister sind ruhelos. Sobi-Maske erhöht die Regenerationsrate des Manas um 50%. Also oh. Für die das Ehre. Ist geil. Das ist sehr geil. Dabu. Das gefällt mir sonderbar. Sehr gut. Ich habe doch bisher gar keine Schafe in diesem Land gesehen. Schafe? Ein Ork ist ja ziemlich helle. Eine Falle! Verteidigt euch! Für die Ehre. Blitz! Lass dir wohl meine... Unverzüglich. Heilen! Heilt sie alle! Ich bin der Kriegshäuptling. So, wir stellen jetzt einen Heilzauberschutz und warten eine Runde. Da wir schon wieder zwei Kopfjäger verloren haben. Na, ganz toll. Ja. So, weiter geht's. Dabu. Ein kaputtes Tor. Ehre. Das sieht gefährlich aus. Die Harpien haben das arme Geschöpf fast getötet. Sie scheinen hinter seinem Schatz her zu sein. Tötet sie alle! Dann nehmen wir den Rest für uns. Dabu. Und Blitz! Diese Bestie hat ein magisches Amulett beschützt. Das nehme ich besser an mich. Oh oh. Für das ist nicht gut. Herz von Asune. Ah, das ist doch. Erhöht Angriffskraft um 3. Erhöht Angriffskraft, Schaden um 3. Kraft, Beweglichkeit, Intelligenz, Mana-Kapazität. Sagen lassen wir den mal hier. Die Geister. Und das magische Amulett im Herz von Asune. Ja, das müssen wir mitnehmen. Ja, also weiter. Und zurück zum Portal. Für die Ehre. Dabu. Ah. Für kommen wir auch Ehre. Hier aus. Der anderen Seite. Moment, wir sind wieder am Eingang.
Ich bin der Kriegshäuptling. Ja. Ah, jetzt sind wir hier. Richtig. Und hier ist das Herz, wo wir hin müssen. 3 Einheiten haben wir noch. Nicht sonderlich gut. Hier ist euer Herz, Arjun. Und nun lasst uns zu dem Orakel durch. Dabu. Dankeschön. Hauptquest erledigt. Und da ist der Weg abgeschnitten. Eine Art von Phantombrücke. Doch das verzauberte Juwel, das sie steuert, ist nicht da. Mit etwas Glück findet Kern es für uns. Oh! Okay, mit etwas Glück findet es Kern. Die Erdenmutter ist nahe. Und währenddessen im anderen Pfad den verschwundenen Edelstein finden. Verschwinden wir schleunig! Ziel von Kern und Menschen. Nein, nicht da lang. Angriff! Da sollten wir nicht rein. Ja, tschüss, Amen. Den verzauberten Edelstein auf zur Phantombrücke. Durch diese Höhlen zu kriechen. Exakt. Bam, frisst das, ihr Menschen. Auch wenn wir verlangsamt sind. Stampf. Foliant der Kraft. Gerne. Ja, tschüss, nehm ich an mich. Mit Vergnügen. Da kommen wir so durch und Stampf. Alle betäubt. Und weiter töten. Zum Glück haben die Tauren riesige Regenerationskräfte. Ja, tschüss, Amen. Und Talisman des Ausweichens. Der Kern, der kriegt geiles Zeug. Ausweich 15%, ergänzt sich nicht mit Ausweichen. Die Grube ist voll von Stacheldrähten. Anscheinend bewachen sie eine Art von Edelstein. Oh! Ja, das ist der Edelstein, ist, den wir suchen. Mit Vergnügen. Ishnupura. Das Ziel ist unverwundbar. Okay, das heißt, da kommen wir nicht rein. Und das dürfte der verzauberte Edelstein sein, den wir suchen. Das hier muss den Mechanismus der Falle aktivieren. Und Falle. Ah. Mein Beileid. Niyashush, Amen. Lass knacken! Unverzüglich! So, du aktivierst mal die Falle. Ich wette, wenn du die Falle aktivierst, geht das Tor auf. Ich kann helfen. Oder muss Kern das machen? Was jetzt? Meine alten Knochen schmerzen. Ich kann helfen. Exakt. Mit Vergnügen. Mal schauen, wie kommt ihr denn hier rein? Ja, tschüss, Amen. So anscheinend nicht. Mit Vergnügen. Exakt. Hier sind auch anscheinend nur Tote, denen wir gut beihelfen können. Die machen aber ordentlich Schaden. Ja, tschüss, Amen. Ein Heilschutzzauber. Was cool. Jetzt? Lass knacken. Ich kann helfen. Ein Sturm. Kern, bitte mitnehmen. Auf. Exakt. Mit Vergnügen. Gehen wir mal hier unten lang. Vielleicht gibt's da ja was. Wir müssen da auf jeden Fall irgendwie hin. Oh, Echsen. Ishnupura. Pilze. Ja, tschüss, Amen. Ishnupura. Sehr hungrige Echse. Ah, okay, die isst die Pilze. Meine alten Knochen schmerzen. Gut, mach die weiter. Exakt. Los, isst mehr Pilze. Sieht aus, als kämen wir hier weiter. Hm. Oder auch nicht. Wie kommen wir da hin? Da hoch, da ist die Falle, von da kommen wir. Darunter können wir nicht, ja? Oder doch? Gehen wir da mal lang. Wir kommen von da oben. Da ist eine Falle. Und in die sollten wir auf keinen Fall reintreten. Ja. Mit Vergnügen. Was nun? 20 Gold, finde ich auch sehr interessant. Hey, eine Goldkiste. Ishnupura. Mit Vergnügen.
Und alle tot. Zack und stampfen. Kommt und kämpft. Fight! Zack. Die Schnuppora. Rolle der Heilung. Amen. Okay, irgendwie müssen wir. Also doch. Genau hierhin. Und darunter. Weiß ich nicht, muss der die Falle aktivieren und wir darunter? Ich weiß es nicht. Ich habe jetzt gerade keine Ahnung. Von da unten. Wir müssen durch das Tor. Die Erdenmutter ist nahe. Wenn Kern das aktiviert, was nicht geht, weil die Tauren schon wieder im Weg stehen. Ein dumme Tauren. Wir können auch da lang. Ah! Ich seh's. Gut gemacht. Ich seh's. Ich kann einer da lang. Für die Stämme. Und einer da drauf. So. Lass knacken. Einer geht da drauf und der andere auf die andere Seite. Und das öffnet das Tor. Verzauberter Edelstein. Den bitte mitnehmen. Der Edelstein trägt eine Inschrift. Ah, dies ist der Phantomstein der Stone Talon Schlucht. Wenn die Legenden recht haben, aktiviert er die Phantombrücke zu dem Orakel. Cool. Exakt. Und der Edelstein muss dahin. Was jetzt? Bitte geh du mal zurück. Für die Stämme. Wo ist der zweite? Wurde er verschluckt? Niemand wird überleben. Die Erdenmutter ist nah, ist voll. Gürtel der Gesundheit, okay. Wir müssen die Rolle benutzen. Ah, okay, da ist die Truppe, da ist Kern. Und die Statuen erwachen zum Leben. Verteidigt euch. Das Ziel ist immun gegen Magie, ja, das ist schlecht. Auf jeden Fall schon mal Heilzauber aufstellen. Und die Dinger töten! Die sind tatsächlich immun. Die bockt das kein Meter, dass wir die angreifen. Schutz! Ein bisschen Rüstung geben, damit wir hier ohne Probleme durchkommen. Fehlt hier ein Taucher nicht? Ah, ja, stimmt. Einer ist gestorben. Einer von den mächtigen Tauren ist gestorben. Das ist aber kein Problem. Ihr seht, die regenerieren sich jetzt auch relativ schnell. Zack. Während Kern alleine den kleinen schneller down kriegt als die anderen den großen. Zack. Zack, und da ist er down. Der Geisterschlüssel. Einmal für Kern. Das ist der Schlüssel. Die kommen jetzt mit dem Schlüssel bitte da rein. Dankeschön. Und da sind sie. Wie in den Legenden geschildert. Junger Kriegshäuptling, der Weg zum Orakel wird nun offenbart. Sehr schön. Und da ist sie. Die Phantombrücke. Dass wir verfolgt werden. Verteidigt euch! Halt! Oh. Jaina! Keine Gewalt an diesem Ort! Diese Stimme. Ihr seid kein Orakel. Ihr seid der Prophet. Gut erkannt, Sohn von Durotan. Ich bin der Prophet. Da ich euch nun alle hergelockt habe, verrate ich euch, was das Schicksal bringt. Was zur Hölle? Den Weltuntergang? Thrall. Dies ist Jaina Proudmoore, Anführerin der Überlebenden von Lordaeron. Überlebende? Was redet ihr da? Die Invasion der brennenden Legion hat begonnen. Lordaeron ist schon gefallen. Und nun wollen die Dämonen Kalimdor unterwerfen. Nur gemeinsam, vereint gegen den Schatten, werdet ihr diese Welt vor den Flammen retten können. Mit denen vereint? Oh, oh. Seid ihr verrückt? Habt ihr mir denn nicht zugehört? Die Legion kommt, um die Geschichte auszulöschen und alles Leben zu töten. Thrall,
Euer Freund Hellscream steht bereits unter dem Einfluss der Dämonen. Bald ist es um ihn und euer ganzes Volk geschehen. Nein. Lieber sterbe ich, ehe ich das zulasse. Dann müsst ihr ihn unverzüglich retten. Er ist der Schlüssel zu dem versprochenen Schicksal. Aber ihr werdet Hilfe brauchen. Wartet, das ist Irrsinn. Ihr könnt unmöglich erwarten, dass das Schicksal erwartet euch, junge Zauberin. Ihr müsst euch entscheiden. Zum Wohle allen Lebens muss sich die Menschheit zusammentun. Mit der Horde. Das heißt, wir sollen einfach mal jahrelang Krieg vergessen und jetzt gemeinsam die brennende Legion ausmerzen. Von Dämonen gejagt. 3 Tage später an der Grenze des Brachlandes am Warsong Camp. Wir wissen es ja. Liegt das Lager der Warsong gleich hinter jener Kuppel. Wir sollten uns kampfbereit machen. Ich weiß, Kerr. Ich dachte nur, der Tag würde nie kommen, da ich gegen mein eigenes Volk kämpfen müsste. Vergesst eines nicht, Thrall. Mit diesem Seelenstein könnt ihr den Geist eures Freundes Hellscream fangen, ohne ihm weh zu tun. Doch ihr müsst ihn sofort ins Lager bringen, damit wir Grom aus den Klauen der Dämonen befreien können. Ich danke für eure Hilfe, Miss Proudmoore. Wieder ein Tag, den ich nicht zu erleben erwartet hätte. Da sind wir schon 2. Ich kehre in mein Lager zurück und helfe euch, so gut ich kann. Viel Glück, meine Herren. Meine Herren. Die Geister toben um euch herum, Kriegshäuptling. Sie spüren euren Zorn, euren Kummer. Hellscream ist wie ein Bruder für mich, Kern. Aber er und sein Clan stehen unter dem Einfluss der Dämonen. Wenn ich ihn nicht retten kann, könnte mein Volk für alle Zeit verflucht sein.